Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Achterbahn der Gefühle. Wieder mal ist alles anders gekommen, als ich das vorher geplant habe. Aber wie ich es dann im Endeffekt doch irgendwie geschafft habe, aus so einem 360 Farad Superkondensator 1000 Farad rauszubekommen, also 1000 Farad drin zu speichern, das möchte ich euch jetzt doch nicht vorenthalten. Gestern Abend, also am 29.12.2020, hat es mich mit ungeheurer Macht in die Spur geworfen. Und am Anfang wusste ich so gar nicht so richtig, was ich machen sollte. Ich habe meine YouTube-Videos mal wieder durchgeguckt und da ist mir das hier empfohlen worden vom Computerclub: Strom kostenlos. Netzwerk per Funklang legen ist zurzeit noch nicht so meins, aber Strom kostenlos, das hat mich schon interessiert. Hier wird schön erklärt, wie man mit ganz konventionellen Mitteln, also Peltier-Element, Wärmeunterschiede oder Solar, Strom generieren kann. Aber als er anfängt, darüber zu erzählen, wie Strom gespeichert wird, bin ich stutzig geworden. Also da. Ich habe zwei Stück genommen, die sind für 2,7 Volt nur gedacht. Ich habe sie in Reihe geschaltet. Heißt natürlich, dass ich die Kapazität von außen gesehen halbiert. Bei Reihenschaltung habe ich die doppelte Spannung, die ich anlegen kann, also 5,4 Volt. Aber ich habe nur noch 250 Farad. Aha. Das ist aha. Und da bin ich total skeptisch geworden. Bei 1642 hat er das gesagt. Und wollte es so gar nicht glauben. Da habe ich gedacht, was? Hä? Seit wann denn das? Na, obwohl ich 2 Jahre Elektrostudium gemacht habe, ist mir das irgendwie entfallen. Irgendwie wollte ich mir das nicht merken, dass das angeblich so ist, dass wenn man Elkos oder Superkondensatoren in Reihe schaltet, dass sich die Kapazitäten halbieren. Aber alles kein Problem in der heutigen Zeit. Dafür gibt es ja Google. Und Google sagt mir hier, Kapazität eines Kondensators bezeichnet man als C und in einer Reihenschaltung ist C gesamt, also die komplette Gesamtkapazität aller in Reihe geschalteten Kondensatoren, kleinster als die kleinste Einzelkapazität in Reihe. Echt jetzt? Also wenn ich die ganzen Dinger hier in Reihe schalte, was jetzt hier auf dem Bild auch nicht getan ist, die sind parallel geschalten hier auf dem Bild, dann soll die Gesamtkapazität kleiner sein als die kleinste Kapazität von dem Ganzen. Gut, man muss ja nicht immer die 666er Connection befragen, also in dem Fall Google oder im Computerclub. Mal gucken, was Ecosia dazu sagt. Und Ecosia sagt auch was Ähnliches. Ne, die schieben es hier darauf, dass sich der Plattenabstand dann vergrößert und deshalb die Kapazitäten kleiner werden, wenn man sie in Reihe schaltet. Aber so richtig befriedigt hat mich das nie. Ich habe mich selbst dran gemacht und habe 2 von diesen Superkondensatoren in Reihe geschalten. Habe sie mit einem Re-EMF-Charger geladen. Das ist so ein 6-Volt-Netzteil, ein Re-EMF-Charger dran. Und dann bin ich dahergegangen und habe sie mit so einem ganz handelsüblichen chinesischen Entlademodul, wo dann die Milliampere-Stunden angezeigt werden, entladen. So sahen dann die Ergebnisse aus hier. Aber wo sind jetzt die Unterschiede? Das hier, also die Unterschiede zwischen einer Lithiumzelle und einem Superkondensator, praktisch die Unterschiede zwischen einer Batterie und einem Superkondensator. Ne? Batterien, wenn man sie in Reihe schaltet, bleibt die Kapazität gleich. Ne? Bei der Reihenschaltung von Batterien summiert sich die Spannung, die Speicherkapazität dagegen bleibt gleich. Bei Kondensatoren, die Speicherkapazität verringert sich, wenn du sie in Reihe schaltest. So, also 2 unterschiedliche Aussagen zu
zwei selben Typen. Das hier ist eine Batterie, wir haben eine Anode, wir haben eine Kathode, wir haben einen Separator dazwischen mit einem Elektrolyt. Und hier bei Elkos oder Supercaps, wir haben eine Anode, wir haben eine Kathode, wir haben einen Separator und wir haben Elektrolyt. Beides eigentlich, meiner Auffassung nach, ist dasselbe. Aber in der Anwendung völlig unterschiedliche Anleitungen dazu. Und stand ich erstmal da und habe überlegt, ja gut, schön und gut, jetzt habe ich eine Milliampere-Zahl, aber ich brauche ja die Farad, ich will ja wissen, wie viel Farad in dem ganzen Ding sind. Also nochmal ins Internet gucken. Nee, Quark, habe ich mir gedacht. Internet brauchst du jetzt dafür nicht. Ne? Ein bisschen was ist schon hängen geblieben. Also, ein Farad ist ja 1 Ampere eine Sekunde lang. Ne? Also wenn 1 Ampere eine Sekunde lang fließen kann, ist da 1 Farad praktisch im Kondensator drin. Jetzt haben wir hier 360 Farad Kondensatoren. Bei 2,7 Volt. Wenn wir uns mal eine Entladekennlinie davon aufmalen wollen, schaut es ganz grob überspitzt so hier aus. Das ist die Zeit in Sekunden. Und das hier ist die Spannung. V in, nee, Volt, U in V, U in V. Naja, hier ist die Spannung. Da sind wir hier bei 2,7 Volt, wenn er voll geladen ist. Und hier unten ist er, wenn er ganz voll ist, bei 0 Volt. Und ganz stimmt's nicht. Ich mache es jetzt trotzdem einfach mal so, der Einfachheit halber, dass wir hier eine halbwegs gerade Entladekennlinie zeichnen können. Normalerweise ist es so eine Parabel bei Kondensatoren, aber je mehr es dann Richtung Batterie geht oder auch bei den Superkondensatoren, kann man auch ungefähr Pi mal Daumen mit so einer Linie rechnen, wenn man es jetzt nicht komplett auf die Kommastellen nach dem Komma ankommen lassen will. Von unserem Supercap wissen wir jetzt also, dass er 360 Ampere eine Sekunde lang liefern könnte, rein theoretisch. Da wir aber die Milliampere-Stunden haben wollen, müssen wir jetzt das von Sekunde in Stunden einfach umrechnen. Das heißt, die 360 durch 60 sind wir bei 6. Das heißt, 6 Ampere könnte der jetzt eine Minute lang liefern. Und wenn man das jetzt nochmal durch 60 rechnet, dann kommt 0,1 Ampere raus pro Stunde. Also 100 Milliampere pro Stunde. So, jetzt haben wir noch die Volt, auf die es ankommt, um dann auf die richtigen Milliampere-Stunden zu kommen, was drin sind. Und da hat er die 2,7 Volt ja nur am Anfang. Ne, wenn wir dann Last anhängen, dann sinkt ja die Voltzahl, sinkt. Und hier unten ist er ja, also die ändert sich ja immer. Und der Einfachheit halber, da das ja so ungefähr eine Gerade ist, könnte man hier die mittlere Spannung ansetzen von 1,35 Volt. Ne, wir kippen jetzt das Ding einfach hier in der Mitte. Also die Gerade kippen wir jetzt einfach so, dass sie hier so gerade wird und stellen uns halt einfach vor, in dieser Zeit entlädt er konstant mit 1,35 Volt und den angegebenen Milliampere dann eben. So können wir ziemlich einfach auf die tatsächlichen Milliampere-Stunden Rückschluss nehmen. Also müssen wir das jetzt nochmal 1,35 rechnen, wären dann sozusagen 135 Milliampere Stunden 360 Farad bei 2,7 Volt. No? Und
lustigerweise ist das ja genau der Wert, den wir rausbekommen haben, aus unseren zwei LQs in Reihe geschalten. Also sah es für mich zu dem Zeitpunkt aus, dass, wenn man diese Superkondensatoren in Reihe schaltet, dass sich dann die Kapazität überhaupt nicht halbiert. Ne? So ein Schmarrn, habe ich mir gedacht. Die große LQ-Verschwörung, jetzt geht's los. Aber dann bin ich skeptisch geworden. Da habe ich gedacht, na, Moment. Jetzt überprüfen wir das nochmal mit einem einzelnen Kondensator. Also so einen Kondensator wieder auf 2,7 Volt geladen oder 2,8 Volt. Nee, ich glaube, ja, 2,8 Volt, ein bisschen drüber bin ich gegangen. Und habe ihn dann entladen lassen. Und was dann rauskam, hat mich echt auf den Arsch gesetzt. Ist jetzt schon ein bisschen komisch. Kann ich das logische Denken jetzt ganz abstellen, wa? Crazy. Wir haben also 281 mAh. Das gerechnet durch 1,35 sind 208 mA. Das mal 60 und nochmal mal 60 sind 749 Farad. Das Doppelte. Mehr als das Doppelte. Mehr als 100% mehr. Ja. Tja, da guckt man, wie es eichelt aus, wenn man dann so eine Zahl sieht. Da zweifelt man dann erst kurz mal an allem. Ja. Ich meine, mit solchen Lithium-Akkus 15% mehr Kapazität, das war ja schon eine Nummer. Ne? Ich meine, 15% auf eine Lithiumzelle mit einem REMF-Charger geladen. Da habe ich schon gedacht, das ist das Ende der Fahnenstange. Aber mit Kondensatoren oder Superkondensatoren habe ich das noch nie so im Detail nachgemessen. Und dann ging es kribbeln wirklich los. Mir kam dann sofort eine Szene in den Kopf geschossen, als ich in der Fluxwerkstatt war, vor Jahren, jetzt schon fast Jahrzehnte. Und der Ronny hinter mir, also wir saßen da alle wie an so Schulbänken, und der Ronny hinter mir mit einem Bedini-Motor so kleine normale Kondensatoren aufgeladen hatte. Ich glaube, das waren so 16 Volt LQs gewesen. Oder lass es 35 Volt LQs gewesen sein. Und er hat die immer geladen und dann hat sie immer kurz geschlossen. Er hat sich gefreut wie ein kleines Kind und mich hat es eigentlich ziemlich genervt. Da hat er gedacht, na komm, lässt sie die Energie mal machen, mal gucken, was bei rumkommt. Jetzt nichts für ungut, Ronny, ne? Also weißt schon, wie es gemeint ist. Und auf einmal höre ich es nur noch knallen hinter mir. Da höre ich es nur noch sagen, ey krass, das Ding ist schon bei über 50 Volt und explodiert nicht. Ich weiß nicht, wer es von euch kennt, solche stinknormalen LQs, ne, wenn hier 6,3 Volt drauf steht, wenn da 7 Volt schon drauf kommen, also nur ein halbes Volt mehr oder ein Volt mehr, dann explodieren die Dinger. Ne, dann zerrupft es die. Und mit Bedini-Pulsen, also mit Back-EMF-Pulsen, konnten wir diese LQs auf Voltzahlen jenseits von Gut und Böse bringen, ohne dass sie explodiert sind. Tja. Ich habe das damals so unter einer Art Messfehler abgetan, ne? Weil wenn man das Messgerät dann weggenommen hat, dann die sind schon eine Zeit lang auf der Spannung geblieben, aber auch dann ziemlich schnell durch die Selbstentladung wieder runtergefallen. Trotzdem sind sie nicht explodiert, aber habe da nie so richtig weiter Wert drauf gelegt, bis auf jetzt eben. Und da habe ich mir gedacht, na gut, da lädst du halt mal so ein 2,7 Volt Supercap auf 3 Volt, ne? 0,3 Volt mehr, 10% mehr. Ungefähr. Das hat geklappt und auch das Ergebnis war hocherfreulich.
bei dem, den ich auf 3 Volt aus Versehen geladen habe, der kommt sogar auf 319 Milliampere-Stunden. Na, da könnte ich doch, da... So, dann bin ich doch irgendwann mal skeptisch geworden und habe nochmal kontrolliert, ob ich das wirklich richtig umgerechnet habe. Ne? Farad in Milliampere-Stunden und Milliwattstunden. Dann bin ich beim Mikrocontroller nicht über Folgendes gestolpert. Der ist auch ein bisschen verwirrt. Hallo, ich bin ein bisschen verwirrt, nachdem ich ein paar Sachen über Supercaps als Batterieersatz gelesen habe. Nicht nur du. Hier im Forum gibt es auch einige widersprüchliche, verwirrende Threads mit unterschiedlichen Formeln. Um die Sache mal mathematisch zu vereinfachen, gehen wir davon aus, dass eine Kapazität von 1 Farad auf 5 Volt geladen wird und auf 0 Volt entladen wird. Und dann nochmal 10 Farad auf 2,5 Volt. Ne? So, hier ist der Kalkulator und der hat praktisch folgende Rechenmethode. Also der nimmt den Farad, tut mal die Voltzahl rechnen und durch 3600. Also genauso wie wir es hier gemacht haben, ne? 2 mal durch 60 oder 1 mal durch 3600 ist ja dasselbe in grün. Gut, so viel dazu. Also stimmt es, was ich hier gemacht habe. Ach, am Ende kannst du nur mit übelsten Hirnrasseln hier rausgehen und man kapiert gar nichts mehr. So, deshalb am besten immer gleich alles nachforschen. Und die Seite, die er empfohlen hat, ist diese welche hier. Da ist auch der Rechner mit drauf, wie man es umrechnen kann. Aber da geht es eine komplette Seite darum, wo denn im Kondensator das gespeichert wird. Das sind die Integrale. Wer das richtig ganz genau machen will, ne, mit richtigen Kondensatoren, die da Parabeln anstatt irgendwelche Linien, also Geraden haben. Aber das hier, das finde ich extrem interessant. Wohin geht die Hälfte der Energie, wenn der Kondensator geladen wird? Das ist auch ein sehr, sehr schöner Text. Am Ende steht da, dass über die Hälfte der Energie beim Laden von Kondensatoren in Hitze und elektromagnetische Radiantenergie gewandelt wird, die nicht gespeichert werden kann im Kondensator. Aha, also da sind wir doch schon auf einer richtig guten Spur. Nach der offiziellen Meinung kann so ein Kondensator niemals mit mehr als 50% Wirkungsgrad geladen werden. Wenn ich das jetzt hier so richtig verstehe. Oder? Helft mir mal. Und was heißt das jetzt in der Praxis, werdet ihr euch jetzt bestimmt fragen. Da geht mir wieder der Robert Murray Smith durch den Kopf. Lass uns heute noch nach England fliegen. God save the Queen. Wird Zeit, dass bei der Queen wieder jemand einzieht, ne? Ja, mal gucken. Okay, also, Robert Murray Smith. So, das sind jetzt ungefähr mal die Vergleiche. Ne? Das ist ein Lithium-Akku mit bar 400 mAh und das ist ein, oder besser gesagt, 2 Supercaps, die jetzt ungefähr die Kapazität von dem haben, also die Energie speichern können, was dieser Lithium-Akku speichern kann. Wäre für heutige Elektromobilanwendungen natürlich sinnlos, dann wäre ja der Akkupack jetzt viel, viel größer. Ne? Ja, auch wenn die schon mit REMF-Charger geladen sind, kommen sie ungefähr auf die Größe. Ne? Bringt also nichts. So, jetzt haben aber die Leute um Robert Murray Smith herum und er selber natürlich auch herausgefunden, dass wenn man diese Superkondensatoren richtig baut, also richtiger als jetzt schon gebaut werden, zum Beispiel mit Hanf als Kohlenstoff darin, dann würde man schon auf so eine Größe kommen. Das heißt also, das Team um Robert Murray Smith, die haben schon solche Superkondensatoren entwickelt, die jetzt ungefähr die Größe haben von dem hier, ne, vergleichbar, und jetzt schon mehr Energie speichern können als Lithium-Akkus.
Und ich weiß nicht, ob der Robert Murray Smith die schon mal mit RMF-Charger versucht hat zu laden. Irgendwie muss ich dem unbedingt einen RMF-Charger zukommen lassen, damit er sein 1 kW, sein 1 kW Papierstapel, ne, da hat er 500 Blätter Papier, also so groß wie ein Papierstapel, den man halt kauft als Druckerpapier, als Akku gebaut mit diesem Kohlenstoff. Und 1 kW konnte er da schon speichern. Wenn das jetzt hier so aussehen sollte, dass das verlässlich weiter funktioniert, dann könnte man den auch mit RMF-Charger das Doppelte reinbekommen, wenn nicht sogar das Dreifache. Und dann wird es wirklich wieder interessant. Dann wird es richtig extrem interessant. Dann hätten wir Akkus, die nichts kosten, die draußen auf dem Feld nachwachsen. Für ein Apfel und ein Ei. Nee, für gar nichts eigentlich. Ja, ab und zu gießen halt mal, ne? Und ein bisschen Erde aufbereiten. Richtige Erde werden wir brauchen. Ja. Und dann haben wir's. Dann steht dem der Energiespeicherung gar nicht mehr am Weg. So wie ich das jetzt sehe. Wie seht ihr's? Macht's gut. Guten Rutsch.